Liebe Freunde, ihr wisst, dass ich Segelflieger bin, aber ich habe mir doch was geleistet. Und zwar eine RV4 aus dem Hause Krupp mit einem 140er Wallach Boxer. Sowas Endgeiles, ja? Und das wird so jetzt mein 5., 6. Flug werden. Ich habe in Tortosa schon geflogen. Der Flugplatz Jessen ist einfach klasse. Das war nicht Sinn der Sache. Okay, müssen wir halt mitstehen, dann hatte man an. Ist auch neu, kenne ich noch. Aber da man ja Segelflieger ist, wird das wohl kein Problem sein. Klappen Mitte, Klappen unten. Klappen oben. Ja, geil, oder? Nee, der Motor ist mir einfach kaputt. Einfach. Abgedreht. War ein Fehler von mir, hätte ich nicht machen sollen so, aber war einfach Einstellungsfehler hier unten. Ja, seht ihr, auch die RV4 ist wirklich geil zu fliegen. Also, viel Spaß mit dem Teil, wenn ihr mal sowas habt, wenn ihr seht, es ist ein tolles Flugbild. Ich gehe jetzt gleich nochmal in die Luft. Bis gleich. Alter.
Der ist eben ausgegangen, weil ich die Leerlauf-Einstellung ganz unten hatte.
ich gehe mal wieder zum Segelfliegen über. Das ist doch mehr Fun. Die Maschine lässt sich auch gut für den Schlepp ansetzen. Ich habe sie im Tortosa, also von der Kraft her. Ich muss im Winter noch ein bisschen was dran machen, an der Lage zur F-Schlepp-Kupplung, an dem Teil. Aber F-Schlepp habe ich gemerkt, ein Tortosa ist eine Sache für sich. Und habe die JS1, die ganz große vom Dübendecker, hinter mir gehabt, also von steht wieder. Habe die Trümmung wieder zu. Naja, es gibt nicht. Gut. Also vom Nüffenegger habe ich sie dahinter gehabt und das ging wirklich gut. Ja. Wir sind dann aber auf gut 120, 150 Meter gekommen und da habe ich einen alten F-Schlepp-Pilotenfehler gemacht. Aber F-Schlepp-Pilot sein ist nicht so einfach, habe ich festgestellt. Ja, man sagt immer, Motor hoch, aber da gehört viel Feingefühl und Wissen dahinter, wie man das macht. Und das muss ich noch ein bisschen üben. Die Maschine ist dafür super geeignet mit dem 140er Wallach. Sie kann langsam fliegen, wie ihr eben gesehen habt. Und ich habe jetzt gerade wieder vergessen, die Trimmung was hochzusetzen für den Leerlauf. Und deswegen ist der Motor wieder ausgegangen. Aber das sind Fehler, die ein Segelflieger doch zu verzeihen. Ne? Also, lieben Dank fürs Gehör. Ich wollte euch die Maschine nur mal vorstellen. Das ist die große RV4 aus dem Hause Krupp Modellbau. Euer Stefan.